Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grand Ages Medieval. Ja, letztes Mal haben wir den Siedler in Auftrag gegeben hier im Gasthaus. Mal gucken, können wir da schon irgendwo sehen, wie weit er ist. Noch gar nicht weit, weil da fehlt noch was. Guck mal, hier unten ist der Balken drunter, alles klar. Das ist schade, aber wir müssen auch hier die Zeit laufen lassen, sonst wird sowieso nichts. Gut, Bautrupp haben wir hochgeschickt, der war hier bei der Hütte. Schicken wir mal zu Ruin. Ah ne, da können Wölfe sein. Das bringt's vielleicht mit den Dingens, wie heißt es, mit den warte mal, Straße festlegen. Kann ich denn so machen? Ziel muss eine Stadt sein. Okay, alles klar, dann müssen wir das auch. Abgebrochen. Gehen wir. Ziel ist zu weit entfernt. Da geht's lang. Okay. Das heißt, Budapest ist wahrscheinlich schon das nördlichste hier, oder was? Wir ziehen los. Weiter vor geht's nicht mehr dann. Okay. Da geht's lang. Okay, das würde bedeuten, wir sind hier schon am Rande der Karte. Da geht's lang. Okay, da geht's dann noch lang. Da geht's lang. Okay. Zielort ist so weit weg. Hier ist so eine kleine Ausbuchtung. Und dann laufen sie da unten rum. Alles gut. Wir ziehen los. Wie weit können wir da? Okay, hier geht's dann wohl weiter. Auf Wanderschaft. Auf Wanderschaft. Ziel ist so weit weg. Da ist die Karte wohl zu Ende dann. Zeig den Weg. Dass wir weiter nach Norden kommen, ist nicht gewünscht zurzeit. Da geht's lang. Okay. Wir machen das mal hier jetzt, weil... Wir ziehen los. Odessa, guck an. Zeig den Weg. Ja. Konstanta, gehen wir mal wieder zurück, oder? Bringt ja. Achso, wir können hier gerade den Nebel noch wegmachen. Wir sind bald da. Damit wir das auch noch sehen. Und einen Tacken weiter nördlich, dann sind die Wolken da weg. Gut. Ist hier noch Wolken? Oder ist das nicht? Ja, sehen wir dann. So, was machen unsere Händler in der Stadt? Okay, das will ich aber gar nicht wissen, sondern ich will hier... Ah, der Siedler muss wohl fertig sein. Bautrupp. Bin ich jetzt... Gastrupp war ich. Nee, der muss ja dann wohl... Wo ist denn jetzt der Siedler dann? Ist abgebrochen, ja, ne? Den habe ich doch hier angestoßen. Ach. Freie Händler, Bautrupps und Siedler. Da ist er. Gut, dann macht das Fenster zu und wir nehmen den hier und gründen irgendwo eine Stadt. Also los! Also los, genau. Ah, da sehen wir jetzt die Reichweite dieser Stadt. Also los! Mhm. Also los! Da gibt's Fisch. Bärenfäller, ne. Auf dem Weg! Oh. Ich glaube, hier liegt grad Schnee, oder? Ist hier in diesem Tal was? Das klingt gut. Kohle. Also los. Erze. Gehen wir mal hier oben. Auf dem Weg. Vier Ressourcen, fünf Ressourcen. Fälle, da gibt's vier Ressourcen.
Da ist noch nicht mal eine Möglichkeit da, die Stadt zu bauen. Also los! Gehen wir weiter. Das klingt gut. Das klingt gut. Da wäre eine schöne Stadt, wenn es denn geht. Und auf dem Platz. Weg. Wir wandern los. Gehen wir mal da hoch gerade. So. Also los! Weiß gar nicht, ob wir hier Töpferwaren schon haben. Keramik. 2, 4, aber hier ist vielleicht gar keine schlechte Saat, aber da geht's nicht. Also los! Du kannst hier eine Stadt errichten. Aber das ist direkt an der Karte. Am Ende. Vielleicht doch nicht so geschickt, oder? Wir wandern los. Was haben wir hier noch? Salz. Salzbergwerk muss es dann ja sein, ne? Ist auch nicht so prickelnd hier die Gegend, oder? Wir wandern los. Gehen wir mal zum Bautrupp. Kann man da bauen? Zu wenig Platz für eine Siedlung. Wir wandern los. Das klingt gut. Wahrscheinlich haben wir das letzte Mal schon hier abgesucht. Also los! Also los, wisst ihr was? Wir machen also los dahin und da bauen wir eine Stadt oder hier am Flusslauf. Eins von beiden. Ich würde sie am liebsten hier so ans Ende bauen. Machen wir doch, oder? Feindkontakt. Trupp ist auf der Flucht. Super. Achso, die laufen jetzt wahrscheinlich bis in die Stadt zurück. Nicht schlecht. Genau so ist es. Nicht schlecht. So, jetzt mal drauf achten, da sind 4. Güter. Da gibt es die Ressource Fisch noch dazu. Au. Oh. Da gibt es zwar keine Kohle, aber... Komm, dann machen wir sie und fertig. Und Pancepo nennen wir sie auch. Ein alles gut. Schönes Land. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Bautrupp da noch hin. Den wir, keine Ahnung, da vergessen haben. Na, vergessen ja nicht, ne? Dann machen wir eine Straße bis dahin und fertig. Sollen die mal bauen, ne? Kommen die dann auch hin? Nö. Und upgraden gleichzeitig. Da geht eine Straße mit einer Furt hin. Sollen wir vielleicht noch überlegen, die Budapester Route noch zu machen? Hände aus den Taschen! Okay, die kommen auf jeden Fall und die Stadt wächst dann. Nicht sie weg! Okay, die sind von da gelaufen und sind in diese Stadt. Neuer Auftrag. Achso, müssen wir bestätigen. Wir bauen alles aus. Genau. Dann sind da nicht mehr kleine Striche, sondern größere. Oder? Gut, läuft wohl. Ach so, läuft nicht, weil Baustoffe fehlen. Okay, aber abbrechen tun wir das nicht. Das wird schon noch passieren. Da müssen wir jetzt nur noch einen Händler haben. Den machen wir auch mal, oder? Obwohl. Na, vielleicht können wir da auch einen anderen Händler noch. Der hat ja nur diese Route, ne? Den können wir die Route auch verlängern. Stadt hinzufügen wäre dann die
Taste und dann passt das schon. Und dann Planungsmodus verlassen. Und dann läuft das über diese drei Städte. Das ist okay so. Gut. So, dann wird da der Handel vorangetrieben, dann wächst diese Stadt natürlich auch. Kontor, Gasthof. Müssen wir noch Bahn auswählen. Ist nur die Frage, was da produziert wird, ne? Fisch. Felle, Brot. Was war das hier? Prunk. Oh, ne, da müssen wir nochmal rein. Ja, lass mal bauen. Fischerei erstmal. Gut. Der Händler läuft schon durch die Gegend. Hat auch ordentlich mit. Mal hoffen, dass der da was lässt, ne? Holz, aber ich glaube, die brauchen Stein zum Straße bauen, oder? Wir werden sehen, wie es ist. Händler ist in der Stadt und das bleibt wahrscheinlich alles dabei. Nee, doch nicht. Na, ja, dann kann der auf jeden Fall wachsen, ne? Was ist denn das? Wolle? Ja, Wolle. 5, 5, 5 und 6. Brauchen wir noch eins. Wie sieht es in dieser Stadt aus? 3, 4, 4, 3. Rohstoffe fehlen. Der Imker. Holzfäller. Und dann noch ein mehr. Dann haben wir auch ein mehr. Und hier haben wir Überproduktion noch nicht. Und da fehlen ja Rohstoffe. Müssen wir dann gucken, ne? So, wie sieht's hier aus? Überproduktion. Überproduktion. Eigentlich ist das mit Überproduktion Quack. Den baue ich nochmal. Gibt's keinen Gasthof? Keine Kaserne, Depot, Bauhof, Kloster. Na, müssen wir gucken, was da so läuft. So. Straße wird noch nicht weitergebaut, weil es immer noch an Rohstoffen fehlt. Warum ist das grün? Hier waren wir noch nicht. Da wird auch gebaut, fehlen aber Rohstoffe, ne? Bauwaren fehlen, genau. Da fehlen auch Rohstoffe. Ich weiß gar nicht, kann man da sehen, wie das ausgelastet ist? Bäckerei. Wie das Grund, der Grund hier ist für diese Stadt, das würde mich interessieren, ne? Naja. Hundert Leute wohnen da. Aufschwung ist angesagt. Produktion haben wir hier. Das wird verbraucht, das wird gehandelt. Ja, weiß ich nicht, ne? Ah, hier könnte es sein, oder? Ne. Bilanz der letzten Woche. Nee. Haben wir wohl Pech gehabt, dann sehen wir das jetzt nicht. So, hier haben wir noch eine Kaserne und ich bin da immer noch am Überlegen, dass wir da noch was bauen. Ich glaube, wir bilden den mal aus. Es kann nicht schaden, noch einen mehr zu haben, weil... Nein. Ist ja auch nicht ohne, ne? So, mein Imperium. Aktueller Gebietsanspruch, okay. Wir sind Kaufmann in Stufe 3.
Wird natürlich ewig dauern, bis wir 4 sind. Und 7 dann werden. Städte haben wir 4, Anzahl Betriebe, 63. Einwohner 5000, Soldaten 300. Und Entwicklungspunkte alle ausgegeben. Das ist die Kontrahenten, sind das Eudokia. Die Kaiserin ist eine Kontrahentin von mir. Auch interessant. Naja. Transitabkommen. Feindlich. Neutral. Regionen. Konstantinopel, Eudokia. Achso, da sind wir wild. Okay. Ja, die Karte ist ja dann mal nicht so klein, ne? Haben wir noch was vor uns. Gut. 56%iger Aufschwung, das ist besser geworden. Straße wird aber noch nicht weitergebaut, weil die Rohstoffe fehlen. Gut. Der Händler, der da lang läuft. Und der hat nicht alles dabei, was wir brauchen. Nämlich gar keine Ziegel. Ziegelei ist hier. Und da ist eine Überproduktion auch. Naja. Wollen wir hoffen, dass die das demnächst mitnehmen, damit das auch was wird, ne? Okay. Aber ich würde erstmal sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.